mit auf meine Reise. Das Leben neu auf unsere Weise. Wir sind mittendrin, wo wir zu Hause sind. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich die Anfrage bekommen, ob ich für den deutschen Sportsender Sport 1 den Claim-Song mittendrin singen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nur in englischer Sprache gesungen und für mich war das natürlich besonders auch als Schweizer eine große Herausforderung. Ich habe mich wirklich förmlich verliebt in das gesungene hochdeutsche Wort, war begeistert auch auf Deutsch zu singen und habe mich entschlossen, fortan nur noch auf Hochdeutsch zu singen. Mittendrin und tiefer ist der Titel des Albums mit 12 brandneuen Songs drauf. Von Schiffen, welche über die Meere segeln, dabei Sehnsucht und Liebe transportieren, aber auch Hoffnung und Heimweh, Schmerz, neue Welten erforschen, egal wie weit entfernt, bis hinter den Horizont, da wo sich das Licht in den Wellen bricht und das große Abenteuer erst richtig beginnt. Zu neuen Arten, Bilder, die Welt bedeuten, mein Zuhause. Ich komme aus der Schweiz, um genau zu sein, aus dem Herzen der Schweiz, aus Luzern. Luzern ist eine bekannte Touristenstadt und für viele Menschen die schönste Stadt der Welt. Luzern ist aber auch eine Musikstadt. Auch ich habe in Luzern Musik studiert und obwohl mein Herz seit jeher für Pop- und Rockmusik geschlagen hat, habe ich mich für ein klassisches Studium entschieden und das hat meinen musikalischen Horizont natürlich wirklich sehr stark erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Musikproduzenten habe ich auf vielen Alben bekannter Interpreten Gitarre gespielt und gesungen. So zum Beispiel bekannte Schweizerinnen, auch in Deutschland bekannte Schweizerinnen, Francine Jordi, Beatrice Egli und viele mehr. Ich liebe den Job als Studiomusiker sehr und man ist wirklich sehr kreativ unterwegs, muss Musik gut lesen können, eine schnelle Auffassungsgabe haben, schnell reagieren können, ein gutes Instrumentarium natürlich zur Hand haben und sattelfest in allen Stilen und Genres sein. Neben meiner Tätigkeit als Musiker bin ich Dozent für Musik an der Pädagogischen Hochschule und an der Musikhochschule in Luzern. Und für mich ist es einfach wirklich unglaublich schön, wenn ich Studierenden meine musikalische Erfahrung mit auf ihren Lebensweg geben darf. Wir sehen hier einige Bilder aus meiner musikalischen Vergangenheit. Das ist ein Ausschnitt aus der Fernsehsendung Live aus dem Schlachthof. Ich war damals mit Steve Thompson unterwegs in Deutschland, auf Deutschlandtour. Und das ist sein größter Hit damals, Europe. Wir sehen hier einen weiteren Ausschnitt aus der musikalischen Vergangenheit mit meiner damaligen Band Wild Hearts. Das ist noch die Zeit, wo ich Englisch gesungen habe mit dem Titel Die the Young. Auch hier wieder ein paar Jährchen zurück in die musikalische Vergangenheit mit der Band Angel Heart. Neben Auftritten mit meiner Band bin ich oft auch solo unterwegs und benötige dabei natürlich die ganze Palette an Sounds. Ich habe immer viele verschiedene Instrumente dabei, in meinem Fall Saiteninstrumente, und kann so die Songs auf die einzelnen Instrumente abstimmen. Und ich denke, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es sehr spannend, verschiedene Instrumente hören zu können.
Ich habe mehr als 50 Gitarren und dabei sind für mich natürlich auch ein paar spezielle dabei. Meine allererste Gitarre, die ich verkaufen musste, weil ich eine teurere damals wollte, habe ich wieder zurückgekauft. Ich habe eine schöne handsignierte Gitarre von B.B. King signiert am Jazzfestival in Montreux. Schöne Konzertgitarren, wirklich eine Sammlung, die mir sehr am Herzen liegt. Ich freue mich sehr auf das große Abenteuer und ich freue mich auf mein deutsches Publikum.